Hallo miteinander. Mein Name ist Jonsch, ehemaliger Videogangster. Und ich gratuliere ganz herzlich zum 18. Geburtstag. Videogang volljährig, nicht schlecht. Also 2 Jahre jünger als ich. Weiterhin für die nächsten 18 Jahre nur das Beste. Viele kreative Ideen und einfach gutes Fernsehen von Jugendlichen für Jugendliche. Tschüss! Preissponsor der Videogang Jubiläumssendung ist Alpamori. Herzlich willkommen zu den Videogang. Liebe Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Videogang. Im Namen des ganzen Videogang-Teams begrüße ich Sie ganz herzlich zu der Special-Sendung 18 Jahre Videogang. Normalerweise, für die, die uns nicht kennen, laufen wir am Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag um die 5 Uhr auf Teletop. Eigentlich fängt aber die Geschichte von Videogang nicht vor 18 Jahren an, sondern 2 Jahre früher. Nur hat die Sendung hier noch nicht Videogang geheissen und es sind etwa 5 3-minütige Berichte gewesen. Entstanden sind die im Zürcher Ferienlager Fiesch. Der Kursleiter Angelo Lucci hat die einmal am Abend abgeschickt per Express an RTV. Ein Moderator, der in der Sendung von RTV den Bericht angesagt hat, ist hier nicht nur 20 Jahre jünger gewesen, sondern auch erst am Anfang von einer erfolgreichen Fernsehkarriere. Finden Sie heraus, wer das war? Am Wochenende haben wir gezeigt, wie 673 Teilnehmer ins 10. Zürcher Sport- und Ferienlager gereist sind. Einer von den insgesamt 35 Kursen befasst sich mit dem Arbeiten von Video. Die Videogruppe hat uns versprochen, jeden Tag einen Zwischenbericht und Impressionen aus ihrem Lager abzuliefern. Da ist die erste Folge. Thomas und Adrian aus Fiesch für RTV. Klar ist es gut gewesen. So viel zu den Anfängen der Videogang. Jetzt haben wir einen speziellen Gast im Top-Tag-Studio, der Stefan Nägeli, Programmleiter von Teletop. Stefan, hast du erkannt, wer das war? Ja, natürlich habe ich mich erkannt, aber vielleicht hätte ich es auch viel lieber verdrängt. Ich muss sagen, grosser Respekt der Videogang, dass ihr den Schnipsel überhaupt aus dem Archiv gefunden habt. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr genau an den Inhalt von diesem Beitrag damals aus Fiesch, aber ich erinnere mich natürlich an die RTV-Zeit. Du warst immer ein bisschen am Puls der Videogang, am Anfang bei RTV, nachher Tele Zürich und jetzt Teletop. Wie sieht es jetzt aus, wenn du so zurückschaust über die 18 Jahre? Was für einen Eindruck hast du von den Videogängen? Also mein Eindruck ist natürlich, dass die relevanten Themen für die Jugendlichen immer umgesetzt worden sind. Das war schon vor 18, 20 Jahren so. Es sind zum Teil lustigerweise auch ähnliche Themen, die man schon vor 18 Jahren umgesetzt hat, die heute immer noch aktuell sind. Aber was mir natürlich am meisten auffällt, ist, dass die Videogangster immer gleich alt bleiben, weil ihr ja immer mit Jungen arbeitet. Während man jetzt bei mir eindeutig sieht, dass es 20 Jahre dazwischen ist, bist du ja immer noch im gleichen Alter wie die damals vor 20 Jahren. Und das ist wahrscheinlich einer der grossen Unterschiede, dass die Videogang immer jung bleibt und ich weiss halt nicht, wie es rauskommt beim nächsten Jubiläum, wenn man nochmal 20 Jahre vorher schaut, dann bist du wahrscheinlich auch nicht mehr Videogangster und bei mir ist es vielleicht dann so, dass ich mit einer Gehhilfe ins Studio reinlaufen muss, mal schauen, wie es auch beim Jubiläum rauskommt. Vielen Dank. Nach dem ersten Anfang der Videogang ist es dann 1996 richtig losgegangen und die ersten Sendungen sind produziert worden. Im Verlauf dieser heutigen Sendung werden wir auch noch viele Gründungsmitglieder sehen und Leute, die an erster Stunde mitgemacht haben. Prominenteste Beispiele sind da zum Beispiel Piola Tami oder die Jonathan Schächter. Zu unserem 18. Jubiläum verlosen wir einen Bilderrahmen mit 13 Autogrammkarten von berühmten Persönlichkeiten. Unter anderem mit dem Florida, mit dem Blick, mit dem Mr. Nose und den Schauspielern von Das Haus Anubis. Du willst, dass der Bilderrahmen schon bald in deinem Zimmer hängt, dann mach einfach bei uns im Wettbewerb mit und beantworte uns folgende Frage. Wie heisst der Sänger, der die Videogang schon vor seiner grossen Karriere entdeckt hat? Angelio.
es A, der Adrian Stern, B, der Blick oder C, der Mark Sway? Du weißt die Antwort, dann schick uns ein SMS mit VG Autogramm und dem Buchstaben von deiner Antwort und mit deinem Namen, deiner Adresse und deinem Alter an 963. Ein SMS kostet nur 1 Franken. Viel Glück! Also ich habe jetzt, nachdem wir das erwähnt haben, ist mir das langsam kommt mir das so wieder in den Sinn. Ich hatte ganz lange Haare gehabt, niemand weiß warum, aber ich mag mich noch erinnern, wie wir in das Interview reingelaufen sind, aber ich mag mich als Gespräch per se Ich weiß noch, es hat so ein Plakat gehabt, wo sich der Roger wahnsinnig stolz drauf ist, wer traut sich, also es traut sich niemand zu ihm mit Sendung. Und der Nico läuft einfach so dran vorbei und sagt, ja, jetzt gehen wir mal rein, so, schauen wir mal, irgend so was in der Art. Ja, wer traut sich am nächsten Sonntag zu Roger? Es ist jetzt zwar Mittwoch, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und natürlich waren wir geschüchtert, als wir zum Roger Schawinski sind, aber er war dann ganz nett und hat sich irgendwie wirklich Mühe gegeben. Und es ist schon ein gutes Gefühl, das du dann hast. Was warst du für ein Typ? Eben einer, der sich sehr viel für verschiedene Sachen interessiert hat. Ich war sportlich interessiert. Fußball war das Wichtigste, eigentlich noch fast wichtiger als die Schule. Ich kann mich noch erinnern. 1958, Fußballweltmeisterschaft. Ich bin jeden Abend zwei Spiele geschaut, 4 Stunden. Damals hatte ich noch keinen Fernseher zuhause, ich ging mir ins Restaurant gegangen. Und dann nachher habe ich natürlich meine Aufgabe nicht gemacht und dann bin ich auch aus dem Gymi rausgefallen. Trash-TV ist wirklich eine unglaubliche Rubrik gewesen, weil wir einfach so ein bisschen das widerspiegelt haben und dann können wir machen, wo die Videogänge uns auch Plattform dafür geboten hat, nämlich einfach rausgehen, probieren, machen. Ich habe das dann zusammen mit Thomas Jörg und Nico Luchsinger kreiert. Wir sind vorzugsweise nach Mitternacht im feinen Zwirn, also mit Anzug und Krawatte, auf die Straße gegangen und haben Leute belästigt. Natürlich im nettesten möglichen Sinn. Ich hatte noch einen Anzug angehabt, weil Thomas hatte eine Kamera dabei gehabt und der Jonsch hat wie immer noch einen Scheiß im Gerät gehabt. Und aus dem raus ist dann am Samstagabend um Mitternacht im Niederdörfli die erste Folge Trash TV entstanden, weil wir beschlossen haben, einfach irgendwie rumzublödeln. Da hinten, mit der Kamera, der Thomas Jörg. Da vorne, der Jonathan Schächter für die Videogang. Wir gehen jetzt chillen. Da vorne, wie heißt der Schuppe? Rock irgendetwas. In so einer Fabrik, die rockt. Salut! Salut! Wer sind ihr? Du bist ja jetzt wieder da, das freut uns. Ja, ich finde es ja mega geil im Fall. Es ist ja ein riesen Party. Ja, ich finde es mega geil, dass sie von der Videogang sind. Hey, also, sagt die Viola mal einen lieben Gruß von mir. Wir haben wirklich gar nicht so klare Absichten gehabt. Irgendjemand, vermutlich die Jungs, ging auf die Idee gekommen, mal sich das Mikrofon zu schnappen und irgendwelche Passanten auf irgendetwas anzusprechen. Und nachher haben wir am Ende von dieser Nacht haben wir irgendwie ein bisschen Material gehabt. Darum der Name Trash TV, oder? Quasi, es war eine Abfallverwertung. Wir haben irgendwie 4 Minuten zusammengeschnitten und das Format hat sich einfach irgendwie bewährt. Down Memphis, and the ball for the Annie, and the blocks, and a cut! Also eben, du hast wieder dem Sinn, es ist quasi der feuchte Traum von jedem 17-Jährigen, ist, du kannst dich quasi auf die Straße ziehen und dich unfleißig benehmen. Und es ist dann quasi auch noch arbeiten. Also es ist, kann ja fast nichts Besseres geben. Wie wäre es, wenn du uns einfach die Aktien vorlesen? Ja, das ist mein Gebiet, genau. Also los, sing. Dow Jones 5719. Die Kanäden jetzt kollabiert werden und Fimolente nochmal raus exkommuniziert. Was macht man dann? Oh, dann muss ich probieren. Und dann, was ist geht's uns? Spritzt das? Ja. So, jetzt Maul auf ein bisschen. Ah, ganz fest? Ja. Ah, nimm ein bisschen zu. Wir haben so viele Feedbacks bekommen auf die Sendung, dass sogar irgendwann sich mal die Polizei bei uns gemeldet hat, weil irgendwelche Leute angefangen haben, uns das nachmachen. Und im Gegensatz zu uns sind die dann wirklich gegen das Strafgesetz vorgegangen und haben irgendwie angefangen, irgendwelche Tankstellen zu belästigen und Snickers zu klauen mit der Kamera oder alles im Sinn von Trashy. So Sachen haben wir nicht gemacht. Aber wir haben dann gesehen, dass es eine Resonanz gibt und ein Feedback. Und ich habe dann tatsächlich auf das aber eine Firma gegründet und die Sendung Trash TV im Rahmen der Videogang selber angefangen zu produzieren und fette Kohle damit verdient. Stimmt nicht. Sehr, sehr schlecht ist für seine Entdeckung, ist, wenn man völlig hinter dem Busch ist. Ich finde aber das, ich finde das gerade ästhetisch so. Damals war das schon neu gewesen, dass man so frech ist, dass man so was einfach macht. Das hat
Und dann gewisse Leute gesagt, ah, das kann man doch nicht machen, im Fernsehen darf man das nicht machen. Und das war genau das Spannende. Bist du nicht aus dieser Werbung? Da der, der putzt und Meinst du den proper Mensch? Die Videogang macht mobil. Unsere Webseite gibt es jetzt auch für unterwegs. Schau dir die neueste Sendung an und bleib immer auf dem neuesten Stand mit den aktuellen Artikeln aus verschiedenen Themenbereichen. Mach bei einem Wettbewerb mit oder zapp dich durch bei über uns. Oder hast du unterwegs gerade eine Idee und willst sie nicht vergessen? Teile sie uns mit beim Mitwirken. Vergiss nicht, uns zu liken und zu folgen auf unseren verschiedenen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und Twitter. Wir wünschen viel Spass beim Reisen mit der Videogang Mobile Page. Gratis ist Alpamare. Das ist deine Chance. Zum 18. Geburtstag von Videogang verlosen wir 12x 2 Tickets. Sag uns einfach, wie viele Mal in der Woche die Sendung von der Videogang auf Teletop kommt und mit ein bisschen Glück gehören Tickets schon bald dir. Sind es A 4x, B 6x oder C 7x? Schreib jetzt ein SMS mit VG Alpamare mit dem Antwortbuchstaben A, B oder C. Deinem Namen, deiner Adresse und deinem Alter an die Nummer 963. Und das alles kostet dich nur 1 Franken. Damit wir dir die Eintritt aber auch wirklich geben können, musst du dir ganz sicher sein, dass du uns alle Informationen angegeben hast, die wir dafür brauchen. Viel Glück! Herzlich willkommen zum Videogang-Magazin. Jetzt kommen wir gleich zu den Schlagzeilen. Es war damals eine Kollegin von mir, die hat sich sehr so für den Journalismus interessiert. Und dann, sie hat gewusst, dass ich mich auch dafür interessiere. Dann kann man bei Viva Swiss etwas moderieren. Und dann hat sie gefunden, hey Tanja, willst du nicht mit mir zum Videogang kommen? Dann können wir ein bisschen Jugendsender-Erfahrung sammeln. Willst du dich auch mit Themen wie Suizid befassen? Dann bewirb dich doch bei uns als VJ. Und zwar unter info@videogang.ch. Ja, es war toll. Ich habe zwar recht weit weg gewohnt. Ich bin extra nach der Schule noch bis auf Wallisellen gefahren, um an die Sitzungen zu gehen und mal etwas zu machen. Aber es ist toll, um die ersten Erfahrungen zu sammeln, halt mit dem Medium Fernsehen, mal selber einen Beitrag zu gestalten und dann das umzusetzen. Videogang setzt sich immer wieder präventiv ein. Darum wiederholen wir unseren Suizid. Ich bin dann eigentlich im Journalismus so ein bisschen geblieben. Also ich bin noch geflogen als Flight Attendant. Dann habe ich eine dringende Journalistenschule gemacht. Dort habe ich dann ein VJ geschafft, wo ich halt auch mal filmen, schneiden musste. Alles selber, auch einen Beitrag von A bis Z. Und ich denke, die Videogang war sicher gut, um die ersten Erfahrungen halt zu sammeln. Und ja, und dann habe ich bei der letzten Staffel von The Voice auch ein VJ geschafft. Und jetzt als Online-Reporterin. Übrigens, die Siegerin vom diesjährigen Voice of Switzerland, Tiziana Gulino, ist schon 2 Jahre vorher von Videogang entdeckt worden. Neben der Fernsehsendung hat Videogang auch immer wieder mal Events organisiert. Unter anderem den Talent Award. Auch bei uns hat Tiziana gewonnen. Nach ihrem Sieg beim Talent Award hat Tiziana dank Videogang ihre ersten Schritte im Musikbusiness machen und ihre ersten Erfahrungen in einem professionellen Tonstudio sammeln. Wie hast du den heutigen Tag gefunden? Also, es hat mir wirklich mega Spass gemacht. Ich habe
ich liebe es einfach so, das Feeling im Studio und dann, ja, es ist, also, ich liebe es. Unser neuestes Kind ist aber das Berufswahlradio.ch. Das hat der Vereinspräsident, der Jeremy Levy, ins Leben gerufen. Die Entstehungsgeschichte von Berufswahlradio.ch ist eigentlich ein riesiger Zufall. Das Ganze hat angefangen mit einem kleinen Mediamatiker-Podcast, den wir im Klassenzimmer produziert haben. Aus dem eigentlich sehr erfolgreichen Mediamatiker-Podcast ist dann die Idee gekommen, hey, machen wir doch etwas etwas Grösseres. Machen wir ein ganzes Radio, das sich um das Thema Berufswahl dreht, und gehen wir an verschiedene Messen und tun dann dort live verschiedenste Beiträge produzieren rund um das Thema Berufswahl. Sprich, ein Interview mit einer Lernenden, ein Interview mit einem Lehrmeister, ein Interview mit Experten. Also Leute aus der ganzen Berufswahl, die aus ihrem Alltag erzählen, kombiniert mit guter Musik, mit Unterhaltung, mit spannenden Beiträgen und auch vielleicht mit Prominenten wie irgendwie einem Blick, der seine Karriere erzählt. Und wir sind unsicher gewesen, wie kommt das bei den Leuten an, wird das zuhause konsumiert. Und sind dann eigentlich wieder einfach positiv überrascht worden durch den Andrang, den wir hatten. Also unser Stand war immer voll gewesen, zu 100%. Wir haben extrem viele Hörer zu Hause, auf den Smartphones, viel Interaktion in den sozialen Medien und haben gemerkt, hey, wir haben irgendwie da etwas getroffen und haben die Messe können mit unserem Beitrag aufwerten. Und dann ist Zebi gekommen und wir haben das Ganze an der Zentralschweizer Bildungsausstellung gemacht. Und jetzt für 2014 haben wir wieder verschiedenste Anfragen von verschiedenen Messen und werden das unter anderem wieder an der OBA machen, neu auch in Zürich und an der Swiss Skills in Bern für die ICT-Branche. Hast du schon immer mal wollen, im Radio deinen Lieblingssong wünschen und selber ansagen oder sogar in einer Radiosendung zu Gast sein? Wir ermöglichen dir das durch berufswahlradio.ch. Damit wir uns aber die nötige Infrastruktur leisten können, haben wir das Crowdfunding auf 100 Days gestartet. Hilf uns, den Betrag, den wir für das brauchen, zu erreichen. Lade alle möglichen Leute ein, die du kennst, für das Berufswahlradio.ch zu spenden. Für genauere Infos geh auf www.videogang.ch oder auf die Facebook-Seite von Videogang. So oder so, komm am Stand berufswahlradio.ch vorbei. An welchen Messen wir sind, siehst du auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf dich. Kennst du die neue Webseite von der Videogang Show? Such uns jetzt unter www.videogang.ch und entdecke die Videogang vollkommen neu. Auf der Seite Sendung findest du immer Infos zu den aktuellsten Sendungen. Hast du eine verpasst? Kein Problem. Im Archiv findest du alle von den letzten Jahren online, wo du sie direkt schauen kannst. Die aktuell findest du fast täglich neue und informative Beiträge, die du auch interaktiv mitbestimmen kannst, indem du an einer Abstimmung teilnimmst oder einen Kommentar schreibst. Lies die Beschreibung über uns oder durchforsch die einzigartige Geschichte von rund 17 Jahren Videogang. Hast du eine zündende Idee? Dann schreib uns doch direkt im Online-Formular oder per Mail. Wenn du die Sendung aktiv mitgestalten willst, mit Fotografieren, Filmen, Moderieren oder Schneiden, melde dich an auf Mitwirken. Das und vieles mehr ist videogang.ch. Also, worauf wartest du noch? Bitte dir schnell an. Den hau ich jetzt hin. Hä? Oi? Lass mal schnell. Ich habe hier drei ganz nette Jungs von der Videogang. Weißt du noch? Genau, und denen haben sie mir geschrieben. Ja, genau. Sie haben mir geschrieben und ich habe jetzt gerade ein Interview gegeben und ich finde es nicht mehr als recht, dass du das auch machst. Wann darf ich den Termin mit ihnen vereinbaren? Okay, merkt ihr denn? Gut. Ich habe gesagt, sicher, sie macht es. Wollen Sie gerade einen Termin vereinbaren? Oder? Okay, die Viola möchte unbedingt schnell einen Termin mit euch vereinbaren. Gut, ich gebe dir gerade eine Sekunde schnell. Da kommt die Viola, sie freut sich. Der Lukas für dich, Viola. Sie will nicht, aber macht so. Okay, sie schreibt das immerhin, aber das haben wir gehört. Also, was sagen wir mal, nächste Woche haben wir einen Termin. Das gibt es auch auf. Okay, gut. Das weiss jetzt die ganze Welt, also. Weil ja, die ganze Welt schaut ja die Videogame. Ja, ja.
Also, dafür geht es nächste Nacht wieder auf mich, ist gut. Du musst mir jetzt keine Fluchwörter anfangen, ist gut. Also, Wielsen. Bis bald. Okay, ciao. In diesen 18 Jahren Videogang hat es immer wieder mal eine Spezialsendung gegeben, die unter anderem auch die Viola Tami moderiert hat. Hallo zusammen, ich begrüße euch sehr herzlich zu Videogang Special für Silvester. Ihr seht, es ist ein bisschen speziell heute. Wir haben viel dekoriert, so silvestermässig. Hallo zusammen, ihr schaut wieder mal Videogang Flirt, das mal aus Efrediken. Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu der Spezialsendung von Videogang, dieser Jugendsendung, wo noch wirklich alles von Jugendlichen gemacht wird. Die Viola Tami hat nicht nur Spezialsendungen angesagt, es hat auch Spezialsendungen gegeben, die sich rund um die Viola Tami gedreht haben. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, tearing my whole life with his words, killing me softly with his song. My baby is a rolling thunder, my baby is a sound foundry. It loud like a long hot summer, calms me down like a cuckoo. Wie bist du zu den Videogames gekommen? Also erstes Mal ist es gefühlt 100 Jahre her. Also es ist wie so ganz, ganz weit zurück, lustigerweise. Obwohl wir so viel erlebt haben. Und das ist irgendwie ist das im Ferienlager Viersch entstanden. Es hat dort einen Videokurs gegeben. Und wir sind alles so die Besucherinnen und Besucher von diesem Videokurs. Und dann hat es also ein paar Angefressene gegeben, wo man gemerkt hat, hey, die wollen unbedingt auch weitermachen nach dem Ferienlager Viersch. Und dann ja, hat sich das so ergeben, dass so eine Gruppe von Jugendlichen dann irgendwie bereit war, das weiterzumachen. Hey, alle zusammen, sind ihr alle da? Ja! Und ich weiss auch noch genau, wie wir den Namen herausgefunden haben. Wir waren alle eh so ein bisschen auf einem Gangster-Trip und haben gefunden, wir sind krass. Und hey, du bist in dieser Gang und du in dieser. Und dann sind wir irgendwie einfach die Videogang. Ich weiss noch, Mira, eine gute Freundin von mir, hat gefunden, hey, wir sind die Videogang. Und wir haben es alles super gefunden. Und so ist die Videogang ins Leben gerufen worden. Und die gibt es immer noch. Das ist noch verrückt. Julia! Romeo! Gib mir meine Xus-Kamera zurück. Ach, mein Herzensknabe, das kann ich nicht tun. Wieso nicht, geliebte Julia? Weil die Kamera im Niederdorf ist, beim Tobias. Das ändert sich natürlich in den Jahren, weil irgendwann wirst du bezahlt für das, was du machst und musst eine Leistung erbringen. Und dort ist einfach alles aus uns rausgekommen, ohne Druck. Und wir haben einfach gemacht. Und, da, und das war vor allem lässig. Und darum kann ich das nicht auf einen Bericht reduzieren, sondern einfach die ganze Zeit da zumals war speziell. Und ich erinnere mich gerne zurück. Gratis ist Alpamare. Das ist deine Chance. Zum 18. Geburtstag von Videogang verlosen wir 12x 2 Tickets. Sag uns einfach, wie viele Mal in der Woche die Sendung von der Videogang auf Teletop kommt und mit ein bisschen Glück gehören Tickets schon bald dir. Sind es A 4x, B 6x oder C 7x? Schreib jetzt ein SMS mit VG Altamare, mit dem Antwortbuchstaben A, B oder C, deinem Namen, deiner Adresse und deinem Alter an die Nummer 963. Und das alles kostet dich nur 1 Franken. Damit wir dir die Eintritt aber auch wirklich geben können, musst du dir ganz sicher sein, dass du uns alle Informationen angegeben hast, die wir dafür brauchen. Viel Glück!
Ja, das war es leider schon mit dem Videogang-Special im Abendprogramm. Ja, leider. Du kannst aber trotzdem immer auf dem neuesten Stand bleiben. Ja, genau. Wie zum Beispiel Facebook, YouTube, Twitter oder Instagram. Oder du schaust das reguläre Programm am Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag. Da auf Teletop. So oder so kannst du diese Sendung nochmal schauen. Und zwar auf www.videogang.ch. Dort findest du alle unsere Sendungen auf einen Blick. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder im Abendprogramm. Oder du besuchst unser Berufsfallradio an der OBA, Swisskills oder an der Berufsmesse in Zürich. Wir würden uns freuen, wenn wir dich an unserem Stand treffen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Patrick. Barbara. Der Gal. Und unser super Kameramann, der Thomas. Ciao zusammen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Schöne Woche. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss. 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 Ciao. Ciao. Mach's gut. Der Sponsor der Videogang-Jubiläumssendung war Alpamare.